Steine, Wurzeln, Löcher. Auf einem Trail gibt es jede Menge Dinge, die im Weg sind. Hält es uns davon ab, Trails zu fahren? Nein, im Gegenteil. Vielmehr sind sie der Grund, warum wir überhaupt aufs Bike steigen. Warum ziehen uns Hindernisse so an? Um das herauszufinden, sind wir losgezogen, um die Vorklamm Minor zu fahren. Wir starten an diesem Morgen in Pontresina. Es wurde einiges gebaut am Bernina Pass. Auf dem Weg nach oben wurden die gröbsten Hindernisse aus dem Weg geräumt. Und auch wenn ich kein Freund von manikürten Wegen bin. Was hier am Bernina Pass entstanden ist, das muss man einfach mögen. Denn statt auf Schotter fährt man jetzt flüssig auf Trails bergauf. Bald lassen wir die Passstraße hinter uns und tauchen ein ins Val d'Afain. So, die Schotterstrasse ist vorbei, die Höhe haben wir, jetzt geht es hier auf dem Trail weiter. Gut. Let's go. Schon in Italien. Bravissimo! Kaum haben wir die Landesgrenze überquert, zeigt der Trail italienisches Temperament. Kanten, Stufen, Geröll machen uns das Leben schwer. Aber irgendwie geht's hier darum. Um die Freude, Schwierigkeiten zu überwinden. Um das Glücksgefühl, wenn das Vorderrad schließlich seinen Weg gefunden hat. Kurz nach der Passstraße Richtung Livigno befahren wir wieder Schweizer Boden. Und man merkt es sofort. Hier wurde der Trail von Schaufel und Hacke gezähmt. Das ist deutlich einfacher. Aber ist es auch besser? Am Bernina Pass biegen wir ein auf die neue, eigens für Mountainbiker geschaffene Abfahrt. Wir fragen uns, wo beginnt der Fahrspaß? Und wo endet die Herausforderung? Fest steht, wer hier die Schaufel geschwungen hat, versteht sein Handwerk. Als wir das Ende des Trails erreichen, sind wir uns einig. Raue, alpine Trails. Und von Menschenhand manikürte Abfahrten. Beide haben ihren Reiz. Aber ohne Hindernisse wäre Mountainbiken einfach Velofahren. Ein Hoch auf Steine, Wurzeln und den ganzen Rest.